Hallo zu einem Short Review Pickup Shorty. Ich habe Post bekommen und das mache ich mit euch zusammen auf. Seid gespannt. So. Also öffnen wir das Paket. Wenn das drin ist, was ich hoffe und vermute, ist das ein eBay-Kleinanzeigen-Deal, der mich inklusive Versand 115 Euro gekostet hat. Es sind Battle Beasts drin und ein paar Transformer, aber hauptsächlich Battle Beasts. Ja, meine Sammlung ist komplett, wenn ihr dieses Video hier oben verfolgt habt, an Figuren, aber es gibt ja nicht nur Serie 1, die ich figurentechnisch komplett habe. Waffen fehlen mir noch, wie ich euch gesagt habe, und deswegen ist es auch. Und ich sehe hier, auch ist das schön, Schredderfolie-Packung noch. Das muss man aufpassen. Ich habe auch keine Lust, dass ich das hier komplett verteile in der Küche. Sowas liebe ich immer. Also es ist wie Weihnachten dann. Ich zeige euch das gleich nochmal genauer. So ein bisschen auseinanderziehen. Sowas liebt man. Wirklich Schreddermaterial. Und es ist aber auch dann wie eine Sandkiste, wie Schatzsuche. Also wühlen wir uns jetzt hier durch und was finden wir hier? Oh, Müll, der runterfällt. Hier kommt die erste Tüte zum Vorschein. Es sind Transformer. So. Ich nehme die hier mal raus. Mal gucken, die nächste Tüte, wie das verpackt ist. Und ich sehe, ja, ich will natürlich jetzt nicht dieses Zeug verteilen. Da habe ich überhaupt kein Interesse dran, dass meine Küche dann nachher aussieht. Weil ich bin hier in meiner Küche. Das ist der beste Platz zum Auspacken. Vorsichtig. Und wie ihr seht, ein ganzer Zipperbeutel voll mit Battle Beasts. Ich gehe da gleich genauer drauf ein. Gucke natürlich hier, ist noch mehr in dieser mega tollen Tüte. Ich meine, in diesem Karton, mit diesem wunderbaren Schredderpapier. Aber scheinbar nicht. Ne, da ist nichts. Also die Rest an Folie hier wieder rein. Also wie gesagt, das ist nicht schön. Das ist wie Konfetti. Aber egal, darum soll es gar nicht gehen. Ihr seht, Battle Beasts und Transformers habe ich bekommen. Insgesamt 115 Euro inklusive Versand. Klingt natürlich auf eine Art viel, aber ihr seht, das ist ein ganzer Haufen Battle Beasts mit Waffen oder mit einigen Waffen, nicht komplett. Und ein paar Transformers. Und das ist die App Strike Patrol von den Micromasters. Ich nehme die natürlich auch noch mal hier schon raus aus der Tüte und schaue mir die Figuren genauer an. Tüte erstmal zur Seite. So. Die sind bespielt, das merkt man. Aber auch heil. Alles korrekt. Sehe noch nichts abgebrochen. So, hier haben wir zwei der Strike Force. Das stellen wir uns mal hier schön hin. Und hier zwei weitere. Einer meiner Lieblings aus dieser Serie oder diesem Strike Force Set. Hier leider eine Abnutzung an der Scheibe. Theoretisch, wenn man es möchte, könnte man mit einem schwarzen Edding das wieder korrigieren und dann würde er wieder sehr, sehr hübsch aussehen. Mache ich jetzt nicht, weil im Endeffekt habe ich die Figuren. Aber die gab es als Dreingabe sozusagen. Ich fragte noch nach, gab es noch was anderes? Nein, momentan nicht. Sehr lustig war die Aussage, ja, nach 20 Jahren wiedergefunden und weil sie sind ja von 86, 87 die Figuren zum größten Teil. Aber wenn meine Kinder nicht damit gespielt hätten, noch wären die noch vollständiger. Ja, toll. Solche Aussagen mag ich immer gerne. Ja, so Messer brauche ich auch nicht mehr. Zur Seite. Schauen wir uns gleich diese Battle Beasts genauer an. Ich habe hier auch mein Tablet mitgenommen. Denn jetzt werde ich die Seite kurz aufrufen. Wie ihr seht, ich habe die Seite Toy Archiv aufgerufen. Dort kann ich genau sehen,
wie die Figuren heißen, und ich sag euch das dann auch, beziehungsweise ich kann dann auch die Waffen zuordnen, weil die Waffen nicht unbedingt zu diesen Figuren mehr gehören. Das ist immer das Merkwürdige dabei. Also machen wir den Zipperbeutel auf, werden die Figuren rausnehmen. So, hier nehme ich erstmal die Waffen raus, die sind in einer Extratüte in Biohazard. Hier einen ganzen Haufen Waffen, die schauen wir uns auch gleich an. Ich weiß, dass mir welche fehlen und deswegen, ja, wird's spaßig. Sicherlich wird auch noch mal ein oder zwei Upgrades hier kommen. So, und hier haben wir gleich einen, den habe ich gar nicht, so ein Papagei von den Laserbeasts. Und genau darum ging es mir auch. Es waren einige Laserbeasts dabei. So. Klasse. So, stellen wir uns hier vorne die Laserbeasts gleich hin. So, ich guck mal kurz, wie heißt dieses Laserbeast? Ich habe hier auf der Seite drei verschiedene, jede Season. Das ist Season 4, die Laserbeasts. Und ich guck mal. Das Laserbeast, das ist Rainbow Zamu. Auch geil. Rainbow Zamu. Nicht schlecht. So, ich versuche mal die Laserbeast alle zu finden. Das ist vielleicht besser. Ich suche sie mal hier gleich raus. Hier sind auch welche dabei, die ich habe. Aber die sind an einem Top. Ne, sehr guten Zustand. Also der war schon sehr, sehr gut. Und die sind alle wirklich in einem echt wunderbaren Zustand. Hier ist noch eine Laserbeast-Figur. Ich habe jetzt. Die fühlen sich ein bisschen fest an, was natürlich passieren kann, da das Plastik ja auch, ja, weil das hier ein paar Jährchen alt sind. So, ich habe hier noch vier Laserbeast. Sariganian mal wieder in Holz, ich glaube genauso wie meiner, aber auch sehr gut, die Fühler sind noch da. Sariganian sieht auch top aus. Schwer sind es immer bei den Laserbeasts die Waffen zu finden, das ist das Einzige, was mich ein bisschen, was die Suche schwieriger machen wird. So, hier haben wir noch Blue Eagle, auch eine Figur, die ich habe. Auch Holz, das kann man so schön sehen. Ich hoffe, das könnt ihr mal sehen, durch dieses Auge hindurch, wenn man so ein bisschen, kann man genau gucken. Das ist nicht so wie dieses Ruppel-Logo, was jetzt hier bei dem zum Beispiel ist. Aber die Figuren sehen alle top aus, also Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Sind wie Neuzustand, also da muss man echt gucken, welche Figuren da in der Sammlung bleiben. Auch eine Figur, die ich habe, aber hier ist der Zustand auf jeden Fall besser. Das ist Condorcen. Auch nicht schlecht. Sieht auch klasse aus. Fehlt mir auf, nicht, aber meiner sieht ziemlich abgenutzt aus. So, und hier haben wir eine Maus. Auch Holz, das ist alle Holz. 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 Holz, auch Holz, sieht aus wie Wasser, weil es blau ist, aber nee, der ist Wasser, Wasser, alle vier Holz. So, hier diese schöne Maus, Brain Maus, das ist Brain Maus, sieht auch klasse aus, also top Zustand, Wahnsinn, ich bin völlig geflasht, dass der Zustand so mega ist, also viel bespielt, glaube ich nicht, hier ist zwar so ein Nipsel drauf von der Form. Das werde ich wahrscheinlich noch entfernen, weil es hübscher aussieht dann. Aber der ist wie neu, das ist Wahnsinn. Bin völlig begeistert. Und hier geht es dann voll weiter. Ihr seht, eine Tüte ist, die ist voll. Und, für mich sind jetzt auf jeden Fall schon zwei Figuren neu. Es sind nicht viele neue, aber zwei Figuren, die ich gar nicht habe, meiner Laserbeast-Sammlung. Das ist ja die Serie, die in Deutschland rausgekommen ist, Serie 1, die ich komplett habe. Als Figuren, da gibt es, ich habe eigentlich nur noch zwei Figuren als Upgrade im Auge, aber wenn ich das jetzt hier so sehe, werde ich mal all meine Battlebeasts noch mal genau checken, welche wirklich perfekter sind, weil die sind sehr gut. Ansonsten, davon gibt es, das waren, glaube ich, 36. Es müssten 36 Figuren sein. So, hier gehe ich schon mal auf der Seite zurück, denn gleich schauen wir uns Laserbeasts nicht, sind ja durch. Jetzt sind nur noch die normalen Battlebeasts. So, hier habe ich Rocky Rhino. Auch in einem Traumzustand. Ihr seht hier mit Rubbel-Logo auch top, absolut top. Also Wahnsinn.
Eigentlich wollte ich bei dem Deal nur ein paar Figuren, also ich hatte mir wirklich die Laserbeast angefragt und so ein, zwei Figuren, die ich gedacht habe als Upgrade, und hatte ein Angebot gemacht und die Person sagte mir, oh, einzeln ist mir zu mühselig, was hältst du von 115 Euro, dafür kriegst du noch die Transformer dazu mit Versand, und ich sagte, ja, mache ich. Denn das ist, also wenn ich das jetzt auch den Zustand sehe, bin ich völlig begeistert, also Wahnsinn. Und ja, es hat sich wirklich gelohnt, vor allen Dingen ist es auch, wenn, gutes Tauschmaterial. Oh, die sind in einem Traumzustand, also Wahnsinn. Hier den Frosch, wie heißt der? Horny Toad, die geile Kröte, die geile Kröte. Oh, top, top. So, hier einen, den ich auch mehrfach habe, der seltsamerweise hier dreimal drin ist. Und zwar ein sehr hübscher Sly Fox. Ich liebe diesen Namen. Ihr seht ihn, ich zeige euch ihn gleich so dreimal. Aber der ist top. Da ist kaum Abrieb. Und ich hatte euch gezeigt, das Weiß ist immer sehr kritisch. Der sieht top aus. Absolut top. Na, hier hat er ein bisschen Abrieb. Also ein bisschen bespielt sind die schon. Weiter geht's. Die Tüte, der hat noch eine ganze Menge drin. So, oh, das ist Prickly Porcupine. Stachel. Igel, ich weiß gesagt, auch der ist top, also Traumzustand. Wahnsinn, ich muss dann echt mal meine überprüfen, weil das ist echt wie neu, als ob die gerade aus der Verpackung kommen. Kann das sein, dass die Person, die alle noch verpackt hatte und dass die Kinder das dann aufgemacht haben? Och, das wäre traurig, aber andererseits fehlen die Waffen dazu. Also ein bisschen seltsam ist es schon. So, weiter geht es. Auch eine Figur, die sehr häufig ist, die Schlange Snake, Triple Treat Snake. Auch mit Schlangenarm, auch sehr, sehr toll. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Also wenn ich die so ansehe, wie ich sagte, ich muss noch mal meine Figuren überprüfen. So. Hier den. Der hat kein Rubbellogo, der Hase, das sehe ich gerade. Der Hase. Das war, der Hase hieß, jetzt schauen wir nach, Raising Rabbit. Der ist, auch wenn das Logo weg ist, ist in einem sehr, sehr guten Zustand. Also Wahnsinn. So, ich nehme die mal ein Stückchen. So, hier haben wir Danger Dog. Ich glaube, den wollte ich upgraden bei mir. Mir da zwar doch den wollte ich upgraden. Meine hat kein Rubbellogo, aber er ist sehr, sehr gut. Der ist top. Rubbellogo. Na, ein bisschen warten. Was haben wir hier? Das ist auch das. Manchmal habe ich das Gefühl, die lassen ein bisschen nach, diese Rubbellogos. Man muss ein bisschen warten. Kann ich jetzt nicht erkennen. Ja, sieht nach Feuer aus. Nicht schlecht. Der würde mir fehlen. So, hier haben wir auch den Elefanten. Das ist Sledgehammer Elephant. Auch in einem sehr guten Zustand. Das Ohr hat keine Nüpse. Hier ist eine kleine Verfärbung, aber das ist normal. Keine Abnutzung. Wahnsinn. Traumzustand, Traumzustand. Wahnsinn, dass ich sowas auch noch so finde. Also cool, absolut cool. Machen wir doch eine dritte Reihe nach hinten. Zwei habe ich hier noch. Auch das ist Swiney Boar. Auch top. Vorne am Mund gibt es oft Abnutzung. Der ist absolut traumhaft. Hätte ich nicht gedacht, das hätte ich echt nicht gedacht. Das hat sich absolut gelohnt. Dem Zustand auch ist der Wert weit höher als das, was ich bezahlt habe. Auch lose.
So, und hier haben wir noch eine Figur. Bighorn Sheep. Auch nicht schlecht. Auch absolut top. Absolut top. So, da ist nichts mehr drin. Und jetzt geht es zu den Waffen, den Biohazard-Waffen. So. Also ich habe festgestellt, meine meistbenutzten Wörter in meinen Pickups sind natürlich und das Wort so. Verrückt. So, seht ihr? Das erstmal zur Seite und weiter geht es. Ich habe hier, wenn man es genau nimmt, eine Laserbeast-Waffe. Leider nur eine. Und so, 4, 6, 7. Battle Beast, also normale Waffen, die ich habe. So, die wollen wir jetzt mal zuordnen, gucken, ob die dabei sind. Hier sehe ich schon, diese Waffe, die gehört zu Rubberneck Giraffe. In meinem Sammelvideo, wo ich meine Sammlung komplett gehabt habe, habe ich diese Figur gerade nochmal neu bekommen. Die Waffe ist jetzt ist dabei, obwohl die Figur nicht dabei ist. Das heißt, vielleicht finden sich bei denen noch welche der Person. Ich werde sie nochmal anschreiben. Wenn sie noch was findet, ruhig nochmal geben oder mir, ja, mich bei, sich bei mir melden, sagen wir mal so rum. So, hier haben wir so eine schöne Keule. Ich greife einfach mal raus. Ich gucke, zu wem gehört die? Ja gut, ich brauche ja nur die Nummer. Ist interessant. Ich vergesse immer. Hier auf der Waffe ist eine kleine Nummer. Und diese kleine Nummer ist mit dem Laserbeast oder mit dem Beast übereinstimmt. So könnt ihr das auch mal zuordnen. Also hier, das ist Nummer 25. Nummer 25 gehört Bloodthirsty Bison. Bloodthirsty Bison ist auch nicht hierbei. Das heißt, auch diese Waffe und nicht das Beast. Interessant. Haben wir auch nicht dabei. So, weiter geht es. Die müsste dabei sein. Das ist die Nummer 6. Nummer 6 ist Triple Treat Snake. Triple Treat Snake haben wir hier. Kriegt seine Waffe in die Hand. Die Waffe ist noch mega weich. Wahnsinn. Als ob die nie in der Hand gewesen ist. Wahnsinn. So. Ein Biest ist vollständig. Wahnsinn. Toll. So. 5 Waffen noch übrig. Das Laserbeast-Waffe nehmen wir als letztes. So, jetzt habe ich diese Waffe. Das ist die Nummer 9. Nummer 9 ist Rocky Rhino. Rocky Rhino haben wir auch hier hinten. So, kriegt seine Waffe. Hier ist er jetzt vollständig. Machen wir nochmal hier unseren Snake. Absolut top. So, Hasen erstmal hier nach hinten. Dann kommen die mit den Waffen weiter nach vorne. So. Das ist 7. Nummer 7 gehört zum zur geilen Kröte. Die geile Kröte kriegt auch seine Waffe. So. Der wechselt mal kurz die Position. Oh, jetzt haben wir die geile Kröte. Oh, der ist in einem Traumzustand. Ich glaube, der wird auch in meiner Sammlung also so wandern. Das ist so absolut neuwertig. Absolut. Wahnsinn, ich bin völlig geflasht. Bitte. So, aha, haben wir schon wieder das Wort. Hier haben wir eine goldene Waffe. Es gibt, die haben teilweise graue oder wie nennt sich goldene Waffe. Das ist die Nummer, wo haben wir die Nummer? 14, Nummer 14 ist Swiney Boar. Swiney Boar haben wir auch hier. Wunderbar. Na. Nimm deine Waffe. Sei kampfbereit. Welche Figur wandert? Auch keine wandert. Kommt hier trotzdem rein. So, die Biester, die kämpfen.
Das hier, wenn ich das richtig habe, gehört zu Sly Fox. Und diese Waffe ist eine der wenigen, die mir fehlte. So, jetzt suchen wir uns einen Sly Fox aus. Welcher ist denn der hübscheste? Der hat der Abnutzung am Hinterteil. Der sieht sehr gut aus. Oh, der sieht traumhaft aus. Traumhaft. Keine Abriebe. Welcher ist besser? Der ist auch nicht schlicht. Oh, das ist, hier ist ein bisschen dreckig, aber vorne. Achso. Der ist ein wenig dreckiger. Also der nicht. Der hier. Der ist in einem Traumzustand. Kann ich sehen, welches Kraft er hat. Es kann auch sein, dass die Temperatur hier ein bisschen abhängig ist. Die Transformers Robo-Logos waren irgendwie besser. Ich weiß nicht warum. Bei den Battle Beasts gibt es Schwierigkeiten. Man kann auch nur drauf drücken, um die Temperatur sozusagen vom Daumen oder vom Finger zu übertragen. Komm. Ich will wissen, was du bist. Deine Fähigkeit. Wasser. Kann man ganz schwer erkennen, so Linien dann zu sehen. Wasser. Also, du kriegst deine Waffe in die Hand. Wahnsinn. Und ich glaube, dass dieser hier auch in meiner Sammlung wandern wird. Der sieht so top aus. Wahnsinn. Obwohl, ich finde lustig, der Fuß ist der. Sieht so kürzer aus. Nee, das sieht nur so aus. Top, aber er ist in einem Mega-Zustand. So, und jetzt muss ich gucken, das Laserbeast. Ich wandere hier mal auf die andere Seite. Hier steht die Nummer 83, steht auch bei den Laserbeast drauf. Und die Laserbeast, weil es ja die vierte Serie ist, ist von der Nummer 77 bis 112. Das, somit gibt es 112 Battle Beasts gesamt. Ich sagte ja, das ist die 83. 83 gehört Ground Wolf. Die gehört zu Ground Wolf. Absolut geil. Vor allem, hier sieht ihr so ein Maul drin in der Waffe. Also absolut klasse. Und das Witzige ist, den Ground Wolf habe ich in dem Video mit meinem Komplett bekommen. Da hatte ich ja zwei Laserbeasts. Das heißt, eine neue Laserbeast-Figur ist bei mir vollständig. Top. Wow. Ja, das soll schon gewesen sein. Ein kleines Paket. Große Wirkung, wie auch immer. Ich bin völlig happy, völlig geflasht. Das ist ein Mega-Set. Die Qualität der Figuren ist top wie neu. Also absolut. Ich bin so begeistert immer noch. Und ja, ein paar Figuren wandern in meine Sammlung, beziehungsweise ich werde da wahrscheinlich einige austauschen, weil in dem Traumzustand habe ich sie selten gesehen. Und ja, das war's für dieses Mal. Sagt mir einfach, was ihr von Laserbeasts und Battlebeasts haltet. Schreibt mir in den Kommentaren, welches ist vielleicht euer Beast gewesen, was ihr mal gehabt habt. Und ganz ehrlich, schreibt mich doch auch an, wenn ihr was zum Abgeben habt von Battlebeasts oder zum Tauschen. Ihr seht ja, mir fehlen immer noch welche. Wer weiß, vielleicht werden wir uns einig. Ich würde mich freuen. Hinterlasst einen Kommentar. Gerne ja, ein Like, wenn euch das auch gefallen hat. Also Daumen hoch, freue ich mich einfach drüber. Und ja, Abo, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und das war's für diesen Pickup Shorty.